Das ist der scharlachrote Feuerkäfer. Er gehört, wer hätte es gedacht, zur Familie der Feuerkäfer. Häufig werden aber diverse rot-schwarze Wanzen, wie zum Beispiel die Ritterwanze, als Feuerkäfer bezeichnet. Auch wenn die wesentlichen Farben sich bei beiden ähneln, haben sie dennoch grundlegende Unterschiede. Der Kopf, die Beine und der Körper sind tiefschwarz, die Flügeldecken und das Halsschild leuchten dagegen in einem scharlachroten Farbton. Man findet den auffälligen Käfer von Mai bis Juni in ganz Deutschland. An Waldrändern und Lichtungen kann man ihn häufig auf Blüten beobachten, denn der adulte Käfer ernährt sich von Pflanzensäften und auch vom Honigtau der Blattläuse. Die jungen Larven ernähren sich dagegen räuberisch. Sie jagen unter loser Rinde andere Insektenlarven und zum Teil fressen sie auch die eigenen Artgenossen.